Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5. Überleg dir nochmal, ob du dich nicht mit jemandem im Haus sicherer fühlen würdest. Für mich drückt das Wort Sklave die Sehnsucht nach einem Arbeitsverhältnis aus, das nicht von Geld, sondern von Vertrauen bestimmt wird. Sie möchten also gerne Sklave genannt werden? Bitte, nehmen Sie Platz. So geht der echte Profi ans Werk. Die Menschen heutzutage können weder dienen noch befehlen. Fürs Gehorchen sind sie zu groß, fürs Herrschen zu klein. Was sind denn das für Männer? Die bauen dir deinen Swimmingpool. Diese Leute gehorchen nur, solange sie uns fürchten. Was ist ihre Frau? Das sind meine wunderbaren Nachbarn. Du und ich, wir beide blicken ohne Mitleid auf die Masse. Ich Arzt, du Schwester! Ich Chef, du Untergebene! Ich oben, du unten! Verstanden? Mit euch Deutschen nie etwas anfangen. Ein Land von Schwuchteln regiert, von einer Frau, die sie Mutti nennen. Tut mir leid, Mohammed. 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 Ha. 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 Mo. Mo. Mohammed. Kann ich nicht einfach Mo zu dir sagen? Sie sollten sich endlich abgewöhnen, uns als Menschen zu betrachten. Nummer 4. Das ist die Anna aus Deutschland. Der Flüchtling. Sie geht jetzt mit uns in die Klasse. Herzlich willkommen, Anna. Woher weißt du denn, dass Papa ihn nicht leiden kann? Euer Vater schreibt seine Meinung sehr deutlich in der Zeitung. Ich will hier aber nicht weg. Das will ich auch nicht. Also so wie es aussieht, hatten alle berühmten Menschen eine sehr schwere Kindheit. Was soll das denn werden? Ein Kalender. Ich kreuze jeden Tag ein Kästchen ab, bis sie wieder heimfahren. Letzten Dienstag sind sie dann mit einem LKW gekommen und haben ihre Sachen abgeholt. Die Deutschen sind von allen guten Geistern verlassen. Vielleicht spielt Hitler jetzt gerade Mühle mit meiner Spielesammlung. Hoffentlich ist er lieb zu meinem Kaninchen. Es riecht nach alten Socken. Und wenn ihr weiterhin immer nur von Deutschland träumt, dann werdet ihr viele wundervolle neue Sachen verpassen. Dann macht es dir nichts aus, Flüchtling zu sein. Doch, aber ich finde es auch ganz interessant. Wer notre futur dans cette vie? Santé. Wer notre futur? Santé. Santé. Ihr Juden müsst doch überall die Besten sein, oder? Jetzt haben sie uns, die Nazis. Ach, du Knalltüte. Das ist nur eine Birne. Das sah gar nicht gut aus. Ich glaube, die Mama hat geweint. Aber als Flüchtling muss man eben oft Abschied nehmen. Auf Wiedersehen, du gutes altes Haus. Wiederluga, ihr engen Gassen. Au revoir, Rue de la Victoire. Das gehört zu meiner schweren Kindheit dazu. Du wirst immer mein kleines Mädchen bleiben, hörst du? Jetzt magst du nicht eines Tages doch noch berühmt werden. Nummer 3. Unser neues Leben. Alles wird so wie früher. Wie war es früher? Österreicher und Österreicherinnen, der heutige Tag hat uns vor eine schwere Situation gestellt. Ist dir jemand gefolgt? Ein kleiner Mann mit Schnauzer und Scheitel von rechts, ungefähr so. Josef, bitte, heute Nacht marschieren Sie ein. Anna und du, ihr müsst fliehen. Solange wir ihn tanzen, kann die Welt nicht untergehen. Franz Josef Böhm, Stapo-Leitstelle Wien. Spielen Sie Schach? Schach ist eine Freizeitbeschäftigung für gelangweilte preußische Generäle. Bei diesem Spiel geht es darum, das Ego des Gegners klein zu kriegen. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ist aber schade. Der Dr. Bartok kommt in die Sonderbehandlung. Wir kommen im Hotel Metropol.
das hier noch? Hallo? Die von Ihnen verwalteten Vermögen liegen ganz offenbar auf Nummernkonten in mehreren europäischen Ländern. Die Codes befinden sich hier drin. Springer G1F3, Springer B8C6. Ich habe etwas für Sie. Eine einzige Partie. Was haben Sie schon zu verlieren? Mehr als Sie sich vorstellen können. Schreiben Sie. Schreiben Sie. Er oder Sie. Wie lange werden Sie sich noch an das elegante Ballkleid Ihrer Frau erinnern? Schreiben Sie! Vielleicht gefällt es mir so gut hier, in Ihrem schönen Hotel. Nummer 2. Zieh nicht weg. Nie wegsehen, Kurt. Alles, was wahr ist, ist schön. Tante Elisabeth, du blutest. Hast viel Scheiß erlebt, was? Ich werde deine Bewerbung unterstützen. Du erinnerst mich an jemanden. Würdest du mich gerne malen? Es ist viel zu leicht, dich zu lieben. Hier ist ein Mieter für eins der Zimmer. Komm doch mal. Dieser Kurt gefällt mir nicht. Jetzt bist du also seit 2 Stunden mein Schwiegersohn. Auf die Eheleute. Entscheidbar. Es ist nicht die Erbmasse, die ich unseren Nachkommen wünsche. Wir müssen es unterbinden. Ein Arzt soll doch heilen. Er soll doch heilen. Die Leute wollen was Neues. Eine Idee. Deine Augen verraten mir, dass du mehr gesehen hast als wir alle. Mit 30 noch am Studieren. Als Mozart 30 war tot. Kann er uns nicht einfach in Ruhe lassen? Weiß auf weißem Grund. Ist das die neue Kunst? Fast niemand mag ein Foto von sich, aber jeder soll ein Gemälde mögen. Wie viele in seiner Generation verabschiedet er sich vom biografischen Ansatz in der Kunst und schafft so zum ersten Mal in der Kunstgeschichte ein Werk ohne Autor. Nummer 1. Frau Dr. Felser, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Hallo, Alma. Ich bin Tom. Schön, dich kennenzulernen. Alma. 3587 mal 982 durch 731. 4818,65116. Die testen mich, scannen mein Gehirn, Multiple Choice, ohne Ende. Und was kommt dann dabei raus? Deine Augen sind wie 2 Bergseen, in denen ich versinken möchte. Ich bin in die Ethikkommission geladen und brauche deine Studie. Und dein Traumpartner ist ja schon für dich gebaut. Muss zugeben, sie haben wirklich Geschmack. Und hier ist dein Zimmer. Schlafen wir nicht im selben Bett? Guten Morgen, Alma. Ich habe Ordnung geschaffen. Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen. Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre. Zu den 7%? Da steht ein Mann. Das ist kein Mann. Wow. Das ist ein Roboter. Wenn du dich öffnen würdest, wärst du glücklicher. Ich bring dich zurück in die Fabrik! Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, aber Sie behandeln Tom wie eine Maschine. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Dass er eine Maschine ist? Es gibt einen Graben zwischen uns. Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Alle sind begeistert von dir. Oh, wow. Nur du nicht. Können wir das jetzt alles mal für den Nachmittag vergessen? Wer du bist, wer ich bin. Sollen wir uns die Schuhe ausziehen und barfuß über die Wiese gehen? Er macht uns glücklich. Und was kann schon schlecht daran sein, glücklich zu sein? Doch sind nicht gerade die unerfüllte Sehnsucht, die Fantasie und das ewige Streben nach Glück
die Quelle dessen, was uns zu Menschen macht? Er kann doch sprechen, oder? Tom kann auch sprechen. Tom ist ein freundlicher Roboter. Sag mal, hat er mich jetzt gerade verarscht? Ja. Tut mir leid, war einfach so naheliegend. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.